Hallo, ich bin Daniel vom Move 36 und mit dem heutigen Sonntag ist das Herzberg Festival 2016 Geschichte. Aber damit ihr nochmal einen kleinen Eindruck bekommt, was hier alles so abging, habe ich mir gedacht, machen wir einfach eine kleine Führung, eine kleine Tour über das Gelände. Viel Spaß! Die Mainstage am Fuße des Herzbergs. Hier gibt es unzählige Essens- und Kleiderstände, an denen man, obwohl der Geldbeutel etwas schrumpft, trotzdem reicher wird. Von hier aus erstreckt sich Freak City, das Hauptgelände mit der Freak Stage, auf der Konzerte stattfinden, aber auch andere Acts wie das Finale des ersten Herzberg Poetry Slams, moderiert von Lars Ruppel. Etwas weiter rechts befindet sich der Coffeeshop, an dem man rund um die Uhr frühstücken kann und immer ein Plätzchen zum Lesen, Ausruhen oder Schlafen findet. Oberhalb davon, neben vielen kleinen Essens- und Aktionsständen von Greenpeace bis zur Partei und der sogenannten Mental Stage, befindet sich das Lesezelt. Hier wird sich tagsüber dem gesprochenen Wort gewidmet und nachts ausgiebig getanzt. Wiederum darüber befindet sich der Höllenschuppen, eine Bühne, an der es auch mal lauter werden kann. Gecampt wird rund um Freak City oder am Berg in der neuen Heimat. Zuletzt bleibt noch zu sagen, dass es wohl kaum ein Festival mit weniger Müll und saubereren Dixies gibt als dieses. Wer nun Lust bekommen hat, im nächsten Jahr dabei zu sein, kann sich schon bald die Tickets fürs Burgherzberg Festival 2017 sichern.